Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Tantogönner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir spielen unsere Kampagne mit den Sachsen nochmal weiter. Ich habe gestern keinen Part hochgeladen, dafür bitte ich auch ganz herzlich um Entschuldigung. Es ist so, dass ich momentan doch sehr starke Halsschmerzen hatte und ich konnte ein paar Tage nichts aufnehmen. Dann komme ich immer sofort in Verzug. EU4 hatte ich vorproduziert, Attila auch, aber das hat nicht mehr ganz hingehauen. Deswegen kommt der eine Part eben jetzt einen Tag später. Keine Sorge, wir werden alles nachholen. Im letzten Part haben wir eine ganz wichtige Stadt eingenommen, die ich auch sofort nochmal zeige, sobald hier wieder mein Gaming Pad, mein Logitech G13 wieder funktioniert. Ich glaube, es ist G13 ist das Modell. Okay, genau. Und zwar Eblana haben wir eingenommen. Die Stadt ist noch nicht ganz top in Schuss. Ihr seht, wir machen jetzt aber momentan ganz ordentlich Geld. Was haben wir hier? Schande, wir haben noch hier ein Ereignis, um das wir uns kümmern müssen. Was sagt denn der Æthelstan? Der sagt, der örtliche Stammesführer hasst euch. Er verflucht euren Ehrgeiz, eure Militärmacht und bezweifelt eure Männlichkeit. Er verbreitet die Behauptung, dass er an eurer Stelle stehen sollte. Wir können ihn in Verruf bringen, ihn bestechen oder ein Attentat auf ihn ausführen. Das ist jetzt alles nicht so das, wie ich mir das vorstellen würde. Ich würde sagen, normalerweise müssten wir ihn doch jetzt irgendwie zum Zweikampf auffordern oder irgendwie sowas. Schauen wir mal, was könnten wir da machen? Er wagt es, über eure Männlichkeit zu scherzen, demonstriert, wer der schwächere Mann ist. Tötet ihn und lasst ihn am Feuer braten. Naja, komm, wir führen da einen Attentat aus. Also, das kann nicht sein. Es kann definitiv nicht sein, dass da jemand an unserem guten Ruf zweifelt und vor allen Dingen an unserer Männlichkeit. Gut, wir rüsten die Schiffe hier wieder auf. Das ist dringend nötig. Ich meine mich noch dran. Es ist bestimmt eine Woche her, nein, nicht ganz, aber fast eine Woche her, dass ich gespielt habe. Und ich meine, hier war das ja auch so, dass wir nur mit den Schiffen erobert hatten. Wir machen mal gerade den Sound. Ein ganz kleines, ein klitzekleinen Ticken. Leiser, so vielleicht. So, und dann schauen wir mal. Hier drüben war ja noch eine recht große Armee, die kann ich aber nicht angreifen, genau. Müssen wir abwarten, ob der uns attackiert, das schauen wir mal noch. Sehen wir mal die Blockade hier. Ne, ne, das Ding gehört ja uns. Wir haben eine neue Fraktion angetroffen. Lassica. Wahrscheinlich durch Handelsrouten mit anderen. Also da haben wir selbst nichts mit zu tun. Religiöse Veränderungen bei den Gauten. Neue Religion, lateinische Christen. Eieiei, da müssten wir als Sachsen aber noch ein klitzekleines bisschen Ruhe haben. Okay, was haben wir hier? Also, Refneshold ist echt so ein Problem mit der öffentlichen Ordnung. Wir müssen außerdem bei der Nahrung halt echt aufpassen. Viele haben auch gesagt, hier drüben, ja, also ich zeig's mal hier auf dieser strategischen Karte. Jetzt muss ich mal schauen, kann man sich hier die Fruchtbarkeit anzeigen lassen? Moment, Moment, Moment. Okay, genau, so. Ihr seht hier unterschiedliche Zonen, was die Nahrungsversorgung angeht oder die Nahrungsproduktion angeht. Ihr seht hier, wir produzieren nur 50, verbrauchen aber 85 ins Ganze. Das ist relativ problematisch. Insgesamt hier ist die Region recht unfruchtbar. Es wäre wünschenswert, das auch hier bei anderen Regionen sehen zu können. Nur mal so am Rande. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber gut, okay, ist vielleicht jetzt auch nicht das Entscheidendste. Wichtig ist für uns, wir müssen uns an den Fruchtbarkeitszuständen hier orientieren. Und das ist natürlich hier oben in Skandinavien, hier oben ist wenig mit Landwirtschaft möglich. Ich sehe hier oben in Duna gibt es Edelsteine, da waren die Hunden wahrscheinlich schon. Das haben schon viele gefragt, wo die Hunden bleiben, keine Sorge, ich glaube, die kommen noch. Ja, da müssen wir mal schauen. Also ich vermute, ja, ich vermute, dass sie bald kommen werden. Also Duna, ich weiß nicht, vielleicht haben es auch die Rugier verwüstet oder die Burgunders, kann alles sein, aber naja, mal schauen. So, jetzt, ach, hier sehen wir die Fruchtbarkeit, das ist nochmal besser. Haha, okay. So, jetzt kommen wir der Sache nämlich ein bisschen näher. Jetzt können wir uns nämlich überlegen, es gab ja als einer der Auslöser für diese Völkerwanderung wird ja auch immer eine Veränderung, eine klimatische Veränderung, eine damit verbundene Veränderung der Bodenfruchtbarkeit angenommen oder eben der
Dauer, mit der man Landwirtschaft betreiben konnte. Das war damals ja alles viel, viel schwieriger als im, also es war in der Antike, da gerade hier oben in Skandinavien war das nicht ganz so einfach mit der Landwirtschaft, auch im auch schon in der Antike im Vergleich zum Hochmittelalter und zum Spätmittelalter ganz besonders, als da neue Anbaupraktiken aufgetan werden und ähnliches. Naja gut, in der Neuzeit sieht es nochmal komplett anders aus. Und man vermutet, dass klimatische Veränderungen dafür verantwortlich gewesen sein könnten, dass sich eben diese skandinavischen Völker und auch die germanischen Völker auf Wanderschaft begaben und so weiter und so fort. Also man nimmt das in vielerlei Hinsicht an. Es gibt auch tatsächlich Untersuchungen, also ich weiß nicht genau, wie man diesen Bereich der Geografie nennt, wahrscheinlich Paläogeografie oder sowas ähnliches, ich habe keine Ahnung, also da kenne ich mich jetzt nicht so gut mit aus, aber es gibt halt klimahistorische Untersuchungen, die das auch irgendwie nahezulegen scheinen, aber alleine das wird es wohl nicht gewesen sein, für uns allerdings halt eben wichtig. Wir sollten uns jetzt mal ein paar fruchtbare Regionen suchen, um an mehr Nahrung ranzukommen. So. Und diese Fruchtbarkeit hier bezieht sich vor allen Dingen auf den regulären Ackerbau. Das heißt, in dieser Region hier oben, hier ist die Viehwirtschaft wesentlich einträglicher als der gewöhnliche Ackerbau. Hier drüben ist der gewöhnliche Ackerbau einträglicher und hier unten gedeiht er ganz, ganz prächtig. Ja? Ihr wisst ja, wir haben verschiedene landwirtschaftliche Gebäude. Ich gucke nochmal gerade, ob ich die hier zeigen kann. Hier haben wir diese Ziegenherde. Ja? Die bringt hier einfach mehr als die normale Felderwirtschaft. Und es gibt noch die Weiden, die sind aber eher wichtiger für die Produktion von Wohlstand. Ja, also dafür braucht man die eigentlich mehr. Könnten wir mal gucken, wo man sowas vielleicht noch machen kann. Aber hier für uns ist jetzt wichtig, wir brauchen auf jeden Fall mehr Nahrung. Wir haben momentan 210, aber wir befinden uns auch gerade in der Erntezeit. Im Winter sieht das nochmal anders aus. Dann geht die Fruchtbarkeit ja wieder runter. Sanitärversorgung hier ist gut. Muss man gerade gucken. Ich glaube, mit Komma und Punkt schaltet man durch. Genau. So, hier müssten wir was tun für die Sanitäranlagen. Auf jeden Fall sollten wir hier diesen Tempel umbauen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Hausnummer. Corinium dürften wir halten. Können wir billig reparieren, dann tun wir das auch. Das Ding müssen wir, glaube ich, reparieren, bevor wir es umbauen. Dann machen wir das auch mal noch schnell. Und das reparieren wir auch noch für unsere Sanitärversorgung. Okay. Hier drüben haben wir noch eine große Halle. Die verbraucht jetzt natürlich viel Nahrung. Ja, ihr seht auch hier, ne, das verbraucht halt alles extrem viel Nahrung. Aber ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, nochmal ein Upgrade durchzuführen, damit ich noch eine zweite Stadt habe, wo ich eben Heldenkavallerie, auserwählte Krieger und nordische Speermeister rekrutieren kann. Da kann ich halt einfach die mega guten Militäreinheiten bauen. Hier oben sind jetzt ein paar Slots frei geworden. In Eboracum zum Beispiel, das ist so ein Fall. Oder eben in Lindum. In Lindum würde sich das jetzt auch anbieten, den Hofstadt zu bauen. Hier drüben diesen Tempel sollten wir ganz, ganz dringend umrüsten. Das schaffen wir in dieser Runde jetzt noch nicht. Und das Ding hier müssen wir dann nächste Runde auch mal umbauen. Auch hier haben wir eine große Halle. Die werde ich aber wahrscheinlich nicht mehr weiter ausbauen. Wir könnten mal schauen, also eine Taverne ist recht gut, ne? 1000 Wohlstand aus Kultur ist schon geil, ne? Also hier müssten wir wahrscheinlich was für... Hier müssen wir wahrscheinlich so ein Getreidelager veranstalten. Das wäre, glaube ich, schon ganz sinnig. Okay, wir schauen noch mal kurz. Heute mache ich den Part vielleicht auch ein klitzekleines bisschen länger. Ich brauche selbst noch mal ein bisschen, um reinzukommen. Ich will nicht, dass ihr das ausbaden müsst, ja. Wir schauen mal ganz kurz nach. Bei den Kindern ist hier oben ganz schlecht. Alles, wo es gelb ist, geht es ja noch halbwegs. Viele haben auch gesagt, man könnte tatsächlich durch die Fischerei-Piers auch einiges rausholen. Das stimmt auf jeden Fall. Ihr seht auch hier, ne, die bringen 450 Kröten ein, schon mal im Gegensatz zu den Handels-Piers, die bringen halt 900. Aber mit den Fischerei-Piers fährt man am Anfang auch ganz gut. Man könnte die jetzt erstmal hier auch behalten. Ich will auf jeden Fall erstmal noch das Geld vom Handel, von den Handelseinnahmen haben und bleib da jetzt mal noch dabei. So, ich habe hier das Problem, dass ich mit den Burschen im Krieg bin, wenn ich das richtig sehe.
Und die Ebdani haben wir ja so mehr oder weniger komplett hier rauswerfen können. Was sagen denn die Gauten zu einem Friedensabkommen? Wenn die dafür zu haben? Nein, okay, gut, dann nicht. Was sagen die Jüten, wenn die für ein Friedensabkommen zu haben? Jenseits. Ja, verschon du mich auch mit deiner Verdauung. Und was sagen die Pikten? Trag eure Anliegen gut und... Die auch nicht. Okay, gut, naja. Dann müssen wir mal schauen, die Franken kümmern sich vielleicht darum. Lassika, ganz, ganz weit weg sind sie, aber sie mögen uns. Vielleicht gibt es da einen kausalen Zusammenhang. So, Rugia, vielleicht jetzt mal ein Handelsabkommen? Die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Seid wie die Spitze eines Speers. Kommt auf den Punkt. Naja, dann müssen wir zu anderen Maßnahmen greifen. Diplomatietechnisch sieht das für uns noch nicht so prickelnd aus. Neutral, verschlechtert, minus 33, wegen Kriegs, wahrscheinlich wegen Expansion, ne? Das dürfte sich bei allen etwas verschlechtern. Naja, okay, gut. Also wir haben das Geld soweit ausgegeben. Stimmt, sag doch mal, du bist in Corinium. Sollte es auch in Corinium eine Runde bleiben, da ist ja die öffentliche Ordnung, ist ja ganz, ganz kacke da momentan. Kampf. Und die Bundeswehr muss ja auf jeden Fall Tullifurdum verteidigen. Ich erwarte eure Befehle. Ja, das ist ein bisschen viel. Ich befürchte, also ich könnte mich jetzt hier hinstellen bei ihm und plündern, aber ich fürchte, das bringt mir nichts. Stellt Wachen auf! Weil er dann, wenn er mich angreift und ich mich zurückziehe, dann ziehe ich mich wahrscheinlich irgendwie hierhin zurück oder so. Und dann rückt er mit der kompletten Marie wieder aus. Und dann bin ich im Eimer. Hier könnte ich noch was herholen. Schauen wir mal schnell. Ich musste auch die Gebäude reparieren, fällt mir ein. Vielleicht warte ich dann echt noch eine Runde mit dem Spion. Ja, das Ding sollte ich auf jeden Fall reparieren wegen der Nahrung. Das kann ich mir nicht leisten, das kann ich mir auch nicht leisten. Und hier den heiligen Brunnen. Unterhaltskosten 60. Religiöser Einfluss, keltisches Heidentum. Kommst sofort weg, mein Freund. Okay, 300 Kröten haben wir noch übrig. Also das Geld muss jetzt in die Infrastruktur fließen. Das werden wir aber hinbekommen. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. So, zeigen wir gerade. Ich habe nur Steuerprovinzen, ne? Mhm. Ja, Leute, aber also so viel mehr Nahrung. Halt, schau ich das an. Oh mein Gott. So viel Nahrung. Nee, da müssen wir dranbleiben. Gut, okay. Was haben wir jetzt hier? Provinzen kontrollieren wir vollständig. Hier ist die Seuche. In Tuesis. Das ist nicht so schlimm. Und hier in der Britannia Inferior sieht es nahrungsmäßig ganz, ganz schlecht aus. Nahrungsmittelknappheit. Müsste nächste Runde überwunden sein. Okay, wir gucken in die nächste Runde rein. Es tut mir leid, dass es jetzt am Anfang ein bisschen länger gedauert hat. Verzeiht mir das bitte. Ich bin auch mal gespannt, wann Creative Assembly hingeht und den ersten Patch für diese momentan noch recht langen Runden raushaut. Das dürfte auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Das hat ja was damit zu tun, dass die Römer am Anfang noch halt eben recht viele Provinzen haben. Vor allen Dingen, wenn sie von der KI gespielt werden. Denn wenn sie von der KI gespielt werden, dann ist es für das Spiel ja relativ billig, Armeen aufzustellen. Die KI muss einfach nicht so viel für die Armeen ausgeben, wie man als menschlicher Spieler ausgibt. Und deswegen... ist es da dann etwas besser. Oh Gott, wir haben verärgerte Bevölkerung. Refnishold, feindseliger Statthalter. Der Häuptling wurde getötet. Die Schuld legt man jedoch euch zu Füßen. Naja, klar, natürlich. Niemand wagt es, euch direkt herauszufordern, doch flüstert man sich hinter eurem Rücken das Wort Mörder zu. Minus 2 öffentliche Ordnung. Damit kann ich, glaube ich, leben. Okay.
Nicola hat einen Rang erhalten. Wir schauen mal schnell. So, die Richterausbildung ist hier mal wieder Pflicht. Tischler, Bogenplatz. Der Bogenplatz wäre gut. Der Bogenplatz wäre ziemlich gut. Fremdländische Belagerungsmethoden. Also gut, mit der ja, aber die Erfahrungsränge. Ja, ist okay. Nordische Krieger ersetzen Nordische Brigade. Ja, das wäre schon gut. Das wäre schon recht gut. Plus für Wohlstand Industriegebäude bringt es noch nicht so. Wohlstand aus Gebäuden der Tierhaltung geht so. Plus Wohlstand aus Handelsgebäuden. Das ist schon eher. Da bringt das schon mal was. Das bringt ganz gut was. Dauert 5 Runden, dauert alles 5 Runden. Du kostest Geld. Plus 1 Wachstum. Wäre natürlich sehr, sehr nice, ne? Und dafür bräuchte ich dich. Schauen mal gerade. Das Ding hier wäre auch was, ne? Baukosten minus 10 für Hauptketten. Das wäre schon sinnvoll. Es sind ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei. So, gleich mal noch nach Korruption schauen. Das dürfte ja bei uns mittlerweile ein ziemlich hohes Problem darstellen. Bauzeit minus 1 ist gut. Ja. Hier. Oh mein Gott. Da sind wir dann in 91 Runden. Naja, ich befürchte es ja fast, ne? Plus 3 für die Handelsgebäude und plus 5 für die Handelsgebäude. Ja. Wo kann ich die Händler Kais weiter ausbauen? Die Küstengebäude. Handelshafen. Hier die Ecke. Oh Gott, 28 Runden. Also mit 14 Runden komme ich ja noch klar. Das ist mir eigentlich auch dann zu viel. Möglich den Bau mittlerer Belagerungszeit plus 1 Belagerungszeit. Tischler und Bogenplatz. Da müsste ich mir überhaupt erstmal überlegen, wo ich diesen Bogenplatz baue. Plus 10% Munition Geschosse an. Ja, ist schon cool. Ja, wir wollen kommen. Ja, wir holen uns erst das Wachstum. Dann holen wir den Kampf auf Entfernung und dann holen wir uns hier die fremdländischen Belagerungstechniken. Das halte ich für die beste Variante. Was mir jetzt gerade gar nicht so schlecht erscheint, wäre ein kombiniertes Land-See-Gefecht. Wenn wir uns nämlich hier hinsetzen und dann mit den Artillerieschiffen ihn auch unter Beschuss nehmen. Als allererstes aber mal werde ich diese Armee behindern oder irgendwas Fieses damit machen. Sabotieren. Versuchen wir es mal mit dem Befehl leiten. Gescheitert. Schade. Wie kann ich euch? Ich könnte einen Attentat ausführen, aber... Okay. Das hat schon mal geklappt. Wir haben sie behindert. Minus 75% Bewegungsreichweite. Das ist gut. Dann wird er bis nach Eblana wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Wir schauen uns das mal an, was er hat. Level 2, Level 1, Level 1, Level 1, Level 1 und Level 1. Also er hat fast keine Fernkämpfer. Fast keine Fernkämpfer im Gegensatz zu uns. Wir haben sogar ein paar Level 3 Einheiten. Aber auch viel Level 1. Ja, und er hat halt so gut wie keine Kavallerie. Da sind wir also auch deutlich überlegen. Mit den nordischen Plünderern. Leider sind unsere Köter ein bisschen angeschlagen, aber gut. Ich sag mal,
ziehen wir uns hier dazu. Ach, der hat sich da eingeigelt, ne? Da müsste ich dann... Da muss ich mal kurz gucken. Da muss ich den ja wahrscheinlich belagern, ne? Dann machen wir das aber nicht im Winter. Dann blockiere ich jetzt mal einfach nur hier den Weg. Also ich denke ja nicht, dass er dann eigentlich hier vorbeikommen kann, ne? Sollte er zumindest nicht. Will ich noch irgendwas hier bei diesen Schiffen machen? Leg die mal zusammen. Das spart halt echt auch wieder richtig Geld, ne? Mein Mitbewohner, der lacht gerade so laut. Ist unglaublich. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber ich habe ja immer sowieso den Bammel, dass ihr alles Mögliche hier hören könntet. So. Und weil du keine Erfahrung hast, wo sehe ich hier bei dir? Da sehe ich die Erfahrung. Da löse ich dich nämlich sogar mal auf. So. Finde ich eigentlich schon fast in Ordnung. Oder brauchen wir noch... Na, ein Huni geht noch für ein... Oder? Ja, ein Huni geht noch für ein Schiff. Das ist okay. Gut. Das Ding können wir jetzt umbauen. Die Militärpiers... Möchte ich eigentlich auch gerne umbauen. Dann sollten wir sie mal reparieren. Wobei, aber das haben wir eigentlich gar nicht so eilig, weil wir müssen jetzt eh erstmal Geld für andere Sachen ausgeben, ne? Ja, ja, genau. Nee, das passt schon. So, dann schauen wir mal gerade. Nahrung 20, 12 zusätzlich. Nahrung 20, 28 zusätzlich. Nahrung 40, 12 zusätzlich. 48. Pound irgendwas. Warum bringen die Ziegen hier jetzt wieder mehr? Ich glaube, das ändert sich wieder mit der nächsten Jahreszeit, ne? Siedlungsstärke 100%, bla bla bla. Hier machen wir erstmal das Dingeling dahin. Hier bauen wir erstmal das dieses religiöse Gebäude da um. Das ist extrem teuer alles, ne? Ist aber bekannt, also die Sachen sind einfach schweinzigst teuer. Bereit zum Kampf. Für den Sturm. Ja, ich glaube, jetzt können wir da nächste Runde hier zuschlagen. Ich kann einen Provinzstatthalter einsetzen. Ich glaube, ich kann keinen einsetzen, oder? Genau, da bräuchte ich nämlich noch einen General für. Und das geht momentan nicht. Und ich will auch momentan jetzt nicht so viele Generäle einsammeln. Wir suchen immer noch eine Ehefrau für ihn. Komm, Esla. Noch ein Versuch, ha? Diesmal vielleicht. Wir bleiben mal hier bei der Macht. Bleiben wir mal dabei. Damit wir hier ein bisschen mithalten können. Horsa müssen wir bei Zeiten mal loswerden.